Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei Diablo 3. Ich spiele im Hardcore-Modus die Kampagne auf Qual 16 und meine Aufgabe ist es, den Ariadkrater zu durchqueren und den Turm der Verdammten zu finden, denn da sind wohl Sünderherzen und die muss ich zerstören. Begeben wir uns mal hier runter in den Ariadkrater und töten die kleinen Biesterchen, die Euer hier Fleisch ist umherlaufen. schwach. Bei allem, was heilig ist, seht ihr den Feind da drüben? Yep, jetzt nicht mehr. Das werde ich nicht tun. Vulkatos führt meine Hand. Das geht noch nicht. Die Vorfahren sind mir hold. So, ich habe keine Ahnung, wo der Ausgang ist und ob ich hier überhaupt richtig Das kann laufe. ich nicht. Aber ich glaube, das sieht gut aus, von der Richtung zumindest. Ich habe schon wieder einen Goblin. Da ist er. Und da fällt er um. Ich glaube, ich bin ja doch nicht richtig. Oder? Das werde ich nicht tun. Bin mir nicht sicher. Hier hört es auf. Na super. Vielleicht hier links nach oben, ja. Ich brauche mehr Zeit. Vulkatos führt meine Hand. Nö, hier geht es auch nicht weiter. Ach hey. Entweder hier nach oben oder hier nach links. Na super. Dann laufe ich mal zurück. Diesen Schrein hier mitgenommen? Nein, habe ich nicht. Mach ich das doch Das mal. war ein würdiger Gegner. Prächtig. Das kann ich nicht. Ich glaube, das ist auch die falsche Richtung. Ja. Hey, total verlaufen. War ich hier schon? Ah ja, da nach oben vielleicht. Ja, hier bin ich richtig. Dein abscheuliches Volk ist die größte Sünde der Schöpfung. Aber eure Zeit ist vorbei. In meinem Reich erwartet dich nur der Tod. Okay. Ich weiß noch, als ich damals mit Diablo 3 angefangen hatte und das erste Mal im dritten Akt war, habe ich diese Biester hier gehasst, diese zwei da, die Vorboten der Pestilenz. Als ich an denen gestorben bin, das ist Wahnsinn, also einfach durch diese Giftpfütze, die die da erzeugen.
unmöglich. So, da haben wir die erste Ebene geschafft. Auf zum nächsten Turm der Verdammten. Sehr schön. Hier wollte ich doch die hin. Die armen Dinger leben ein Leben endloser Qualen. Welche armen Dinger? Meint ihr die Menschen? Die bösen Menschen? Nicht weglaufen. Noch nicht bereit. Ich labe mich an ihrer Qual. Laufe ich hier überhaupt richtig? Ich befürchte nicht. Ich brauche mehr Zeit. Am Ausgang, glaube ich, vorbeigelaufen. Ich glaube, ich muss hier nach links, oder? Ja. Eure Anwesenheit gefällt mir. Jeder Schritt bringt euch mir näher. Die ist schon hässlich, die Cythea. Ich mag ja Spinnen überhaupt nicht. Das geht noch nicht. Beziehungsweise alles, was mehr als ihr habt meine Beine hat. Kennengelernt, wie ich sehe. Genießt ihr ihre Gesellschaft? Die Töchter? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Achso, hier diese Sugubi. Ja. Auf jeden Fall angenehmer als irgendwelche Spinnen. Schon wieder ein Goblin. Auf keinen Fall. Das kann ich nicht. Niemand hält mich zurück. Wir werden diese Bestien zerreißen. Genau. Habe ich gemacht. Die Bestien zerrissen. Schon wieder. All der Schmerz und das Leid, das ihr aushalten müsst. Ihr müsst darauf brennen, mich zu sehen. Nö, nicht wirklich. Nicht wirklich. Ich kann mir angenehmeres vorstellen. Die Ketten reißen an ihrem Fleisch. Hört ihre Schreie. Solch süße Musik. Okay. Der Dämon, den man da hinten im Hintergrund sieht, das sieht aber auch lustig aus. Ganz schön groß, das Biest. Noch nicht bereit. Oh, upsi. Ihr seid so eifrig. Ja. Ich denke, ich sollte mich wohl vorstellen. Ich bin Cythea, Gebieterin der Lust. Asmodans Gemahlin. Oh, Asmodans Gemahlin, okay. Wer willst du wohl bitte sterben? Ich will nicht. Oh, wie belebend. Spielt mit meinen Töchtern. Ich möchte euch nicht ermüden. Ich
Das geht noch nicht. Ich kann spüren, wie das Blut aus dem Sündenherz strömt. Dafür werdet ihr büßen. Was? Okay. Okay, okay. Kann ich mitleben. Unmöglich. So nahe. So nahe schon. Ja, kannst du mal sehen. So, wenn ich eben ihre Töchter getötet habe, heißt es wahrscheinlich zwangsläufig auch, dass ich Asmodans Töchter getötet habe. Ist mir eine innere Genugtuung. Noch nicht bereit. Also ich gehe zumindest davon aus, dass das auch Asmodans Töchter sind, wenn das seine Gemahlin eben war. Oder ist. Noch ist sie es. Bald war sie es. Ach. Du denkst, du weißt, was Schmerzen sind, Nephalem? Was Leid ist? Meine Konkubine wird dir schon bald die wahre Bedeutung zeigen. Hat er seine Frau eben als Konkubine bezeichnet? Echt? Sehr interessant. Auf keinen Fall. Ich hoffe doch, dass ihr euch nicht zu viel vorgenommen habt. Hütet eure Zunge, Dämon. Ich möchte mal ganz kurz, bevor ich hier weitergehe, mal schnell zurückreisen. Mal schauen, ob ich hier mit jemandem sprechen kann. Nein, niemanden. Hier unten vielleicht. Ist da ein Tagebuch? Nein. Obwohl, hier ist eine Tasche und ich sehe da ein Büchlein drin, aber ich kann es nicht öffnen. Okay. Gott, ich befürchte, ich hätte mir das jetzt hier sparen können. Na, hier will keiner mit mir sprechen. Der Bürgermeister vielleicht? Der ehemalige? Auch nicht. Gut, dann gehe ich zurück und ziehe hier mal weiter. Hier definitiv nicht hin. hier wollte ich hin. Das war in die Speisekammer, wo ich den Gomen getötet hatte. Vor, ja, in der letzten Episode und in der vorletzten sogar. Bei allem, was heilig ist, seht ihr den Feind dort drüben? Der Feind ist schon weg. Die Vorfahren sind mir hold. Oh, was ich mit euch anstellen werde. Was wirst du denn mit mir anstellen? Mein Geist gehört wieder mir. Um für meine Freiheit zu bezahlen, bleibt mir nichts als mein Fleisch und Blut. Kommt, die Gebieterin der Lust lauert dort unten. Okay, gehen wir mal da runter. Sidea, die Gebieterin der Lust, hat uns mit ihren verdammten Versprechen gelockt. Ich werde nie vergessen, was sie mich tun ließ. Was musstest du denn tun? Das würde ich jetzt tatsächlich gern wissen. So, da sind wir doch schon da, genau. Da unten wartet sie schon.
das hier habe ich mich gefreut. Ist das so? Okay. Ich brauche mehr Zeit. Oh, ich... Na, tschüss. So, und hier ist das Sündenherz. Das muss ich ja zerstören. Das klopft aber hübsch. Ein bisschen langsam, aber es klopft. Jetzt nicht mehr. Hat sich ausgeklopft. Tötet Asmodan im Herzen der Sünder. Wir haben uns den Weg in die Tiefen des Kraters erkämpft. Asmodan kann nicht weit sein. Dann gehe ich doch mal zu ihm. Tötet Asmodan im Herzen der Sünder. Das mache ich. Närrische Nephalem, wenn der Seelenstein in meinem Fleisch eingebettet ist, dann werden die sieben in mir vereinigt sein. Ich werde die Summe aller Höllen sein. Das oberste Übel. Nein, wirst du nicht. Zack, aus, Ende. Ach schau, Asmodans Seele. Die nehme ich mal mit. Wir haben es geschafft. Schnell, Lea. Fang Asmodans Essenz im Seelenstein ein. Es ist vollbracht. Ich habe es niemals zu träumen gewagt. Alles Böse in diesem Stein gefangen. Sobald er zerstört ist, wird der ewige Konflikt endlich ein Ende finden. Diesen Stein zu zerstören ist keine einfache Angelegenheit. Rituale müssen beachtet werden. Wir müssen zur Festung zurückkehren und die letzten Vorbereitungen treffen. Ich hätte jetzt gedacht, wir lassen den Stein einfach fallen und dann ist er kaputt und fertig. Gut, kehrt zur Zitadelle der Bastion zurück. Ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt mit ganz, ganz vielen Menschen reden kann. Leutnant Lavalle. Ein unglaublicher Sieg. Ich habe doch gewusst, dass Asmodan gegen jemanden wie euch keine Chance haben würde. Wo sind Adria, Lea und Tyrael? Sie sind alle in der Waffenkammer, wo sie zweifellos feiern. Ihr solltet euch zu ihnen gesellen. Das mache ich gleich. Shen möchte nicht mit mir reden, okay? Dieser Dämonenfürst ist tot. Ihr seid also doch nicht davon gelaufen. Ich habe euch gesagt, dass ich es nicht tun würde. Ich bin vielleicht nicht so tapfer wie ihr, aber ich bin kein Lügner. Ja, immerhin. Ja, Hedrick möchte auch nicht reden. Wer bist du eigentlich, Dorfbewohnerin? Hat er um sein Leben gebettelt, als ihr seine Kehle durchgeschnitten habt? Nein, hat er nicht. Ging zu schnell. Sie werden Reis ausnehmen, wenn sie uns sehen. Hier will gar keiner mit mir sprechen. Aber traurig. Na gut. Hier ist doch dieser kleine Junge, der seinen Vater sucht. Vielleicht ist ja der Vater wieder da. Ihr seid zurück. Ja. Ich dachte, dass ihr... Es war ziemlich knapp. Es tut gut, dich wiederzusehen, Junge. Da ist sie! Hurra! Da ist sie, hurra. Jo. Okay, gehen wir mal hier runter.
Niemand hier? Ist hier ein Tagebuch? Immer noch nicht. So, schade. Das fällt mir jetzt zum allerersten Mal auf, dass hier Beine und Füße und Arme und auch Torsos rumliegen. Das kannte ich so in der Art noch nicht. Adria, wann habt ihr euch entschieden, uns zu verraten? Vor 20 Jahren zog mich eine entsetzliche Macht nach Tristram. Aber Aiden, Leoriks ältester Sohn, bezwang diese Macht und versuchte, sie in sich selbst zu binden. Der dunkle Wanderer. Es war Diablo, den ich in seinem Inneren sah. Und ich gelobte, ihm zu dienen. Nun endlich ist sein großes Ziel zum Greifen nah. Liebe Lea, Deckard hat es immer vermutet. Dein wahrer Vater war Diablo persönlich. Und nun, meine Tochter, wirst du ihm als sein Gefäß dienen. Ich lebe. Aber ich bin mehr, als ich einst war. Die sieben Übel sind nun eins in mir. Ich bin das oberste Übel. Gut gemacht, meine getreue Adria. Geh jetzt, bis ich erneut nach dir verlange. Und nun zu meinem wahren Ziel. Das eine, das sich mir immer entzogen hat. Die vollständige Zerstörung. Der hohen Himmel. Tja, dumm gelaufen. Ganz dumm gelaufen. Die Adria hat uns von Anfang an verraten, bevor ich da durch dieses Portal gehe. Schau ich mal, ob jetzt jemand mit mir spricht. Ne? Alles schweigt. Ach doch, der Hedrick. Hedricks Kummer. Ich hatte geglaubt, ich könnte dafür sorgen, dass meine Frau nicht umsonst gestorben ist. Und doch ändert ihr Tod nichts, oder? Natürlich macht er das. Ihr seid der beste Schmied, den ich je getroffen habe. Stimmt. Ich bin mir sicher, dass das selbst für Lea ein Trost ist. Nun, da auch sie tot ist. Ich war ein Dummkopf. Man kann die Dinge nicht mehr nachträglich ins rechte Lot bringen. Diese Welt gewährt niemandem Erlösung. Miriam. Was Miriam wusste. Ihr habt gewusst, dass das passieren würde, oder nicht? Natürlich, Chelsea. Was nützt es, die Zukunft zu sehen, wenn ihr schlimme Ereignisse nicht verhindert, Miriam? Das ist Sinn und Zweck der Zukunft. Sie kommt unaufhaltsam. Man gewinnt keinen Kampf, indem man den ersten Schlag abwehrt und dann nach Hause geht. Also habt ihr Lea einfach sterben lassen. Das musste ich. Diablo wäre ohnehin zurückgekommen. Aber jetzt seid ihr hier, um ihn aufzuhalten. Und in eurer Wut und Verzweiflung werdet ihr das tun, meine Chelsea. Wenn sie das sagt. Mami, was sagt der kleine Junge? Glaubt ihr noch immer, dass wir diesen Tag überleben werden? Du? Ja. Aber ihr seid nicht sicher, ob ihr auch überleben werdet, oder? Wenn das der Preis ist, um euch alle zu beschützen, dann sei es so. Verliere nicht die Hoffnung, Junge. Okay. Oh, wer ist denn Nicola? Ich hätte sterben sollen, als mein Mann starb. Warum bin ich noch am Leben? Ich verspreche euch, dass ich seinen Tod rächen werde. Was nützt mir das? Warum konnte nicht ich stattdessen sterben? Tja, gute Frage. Ich hätte mir also ein bisschen von der Story gewünscht, dass der Tod von Lea etwas dramatischer gestaltet wird. Denn, ja, flop, sie ist weg.
und Diablo an ihrer Möchte Stelle in ihrem Körper. Das ich ging ein bisschen schnell. Na egal. Es geht in den vierten Akt. Dahin begeben wir uns aber erst in der nächsten Episode. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Däumchen da. Und wenn ihr mehr von Diablo 3 in Zukunft sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Danke fürs Einschalten. Bis dahin. Gehabt euch wohl.